Raus aus der Lehre, rein in die Kultur. So heißt es am 26. September, wenn Magdeburg die Kultur eine Nacht lang feiert. 30 Kulturorte auf 5 Kulturinseln sorgen quer durch die Stadt für einen bewegenden Abend. Auch an ungewöhnlichen Orten ist Kultur zu erleben. Zum Beispiel Tabea und Tobias Wollner in der Kapelle auf dem Westfriedhof. Ein Hörspiel in der historischen Straßenbahn von Sudenburg nach Stadtfeld. Die Eröffnung ab 18 Uhr ist als Livestream im Internet und in vielen teilnehmenden Einrichtungen zu erleben. Wegen der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr auf genau 1000 Stück begrenzte Eintrittskarten im Vorverkauf. Außerdem gibt es ein Soli-Ticket zu 20 Euro, dessen Mehrerlös Künstler und Kulturschaffende unterstützen soll. Das Motto Raus rein übrigens ist laut der Veranstalter nicht durch die Corona-Krise und deren Folgen für unsicheres Agieren beeinflusst. Das Motto sei an die zuversichtliche Bewerbung zur Kulturhauptstadt angelehnt, eine gewisse Leere verlassen zu wollen. Akteure der Magdeburger Kulturnacht sind ein breites Bündnis an hiesigen Kulturschaffenden und Künstlern sowie diverse Vereine aus diesem Bereich. Alles in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Kulturbüro.